Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die missglückte Asymmetriebox von Ferris MC. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Missglückte Asymmetrie von Ferris MC, das Ganze am 23. Oktober erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das 9. Album von Ferris MC, beziehungsweise jetzt nur noch unter dem Namen Ferris aktiv. Wir haben hier die Box, wir werden das Ganze mal aus der Folie befreien und uns dann im Detail ansehen. So, einmal hier aufschneiden, dann gleich die Folie abziehen. Und so sieht das aus. Also, wir haben hier das Cover der Box. Hier oben lesen wir einmal Missglückte Welt präsentiert. Also, Ferris ist ja seit einiger Zeit bei Missglückte Welt, bei dem Label unter Vertrag. Dann haben wir hier eine Gestalt. Es ist vermutlich der Interpret hier mit weißer Jogginghose, weißem Pullover und weißer Sturmhaube. Missglückte Asymmetrie Ferris. Hier im Hintergrund gibt es ja noch einen Oldtimer und ansonsten jede Menge Rauch. Hier die offene Fahrertür oder Beifahrertür wahrscheinlich, ja, rechte Tür. Hier oben schwarz und weiß, Missglückte Asymmetrie Ferris. Da hinten sehen wir noch das Heck des Fahrzeugs, also wir haben hier wohl einen Mercedes. Und auf der Rückseite lesen wir Missglückte Asymmetrie Ferris. Dann die Infos, die Labels der einzelnen, die Logos der einzelnen Labels. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Es ist eine reguläre Klappbox im Hochformat, bedeutet der Deckel ist aufklappbar, aber nicht abnehmbar. So, als erstes haben wir hier einmal eine Mütze, also ein Beanie. Dann haben wir mit dabei ein Shirt, die Bonus-EP zum Album, das Album an sich und dann gibt es hier auch noch zwei Patches mit dabei. Von innen in weiß die Box. So, und dann schauen wir uns das mal an. Zwei Sachen sind ja noch hier in Folie. Einmal nämlich das Shirt und einmal das Album. Und auch die beiden Inhalte holen wir natürlich, so wie auch die Box, aus der Folie. Bietet sich hier gut an. So, Album. Und dann haben wir hier noch ein Shirt. Wie wir sehen können, haben wir hier ein Shirt in der Größe M. Es gab das Ganze in unterschiedlichen Größen auszuwählen. Ich habe mich für M entschieden. Und wir starten wie immer mit dem Album an sich. Also, so sieht das aus. Wir haben hier ein Digipack, Cover ident wie das auf der Box. Nur, dass wir hier den Wagen nicht abgeschnitten haben hinten ums Eck, sondern dass der Ganze hier drauf ist. Also, so sieht das aus. Auf der Seite Ferris Missglückte Asymmetrie. Und dann haben wir die Tracklist. 12 sind es geworden. Wir haben Features mit dabei. Einmal hier der Track Nummer 4 mit Schocki und Swiss. Dann hier einmal Dark von STP. Und nochmal ein Track mit Swiss. Also insgesamt 4 Features hier mit drauf. Beteiligte und Barcode. Das Ganze lässt sich hier aufklappen. Hier auch wieder Missglückte Asymmetrie zu sehen. Und hier haben wir dann die CD und das Booklet. Das Booklet hat hier so eine kleine Stecktasche, die auch nochmal hier beschriftet ist. Schau dir mal kurz ins Booklet rein. Jawohl, wir haben hier, selten aber doch im deutschen Rap gibt es das noch, ein Lyric Booklet. Bedeutet, wir haben hier die einzelnen Tracks Wort für Wort abgetippt. Sehr schön. Hier kann man dann jeden Track mitrappen, nachlesen, wie auch immer. Also ohne Ende Text. Dann hier eine doppelseitige Fotografie von Ferris hier wieder vor dem Wagen. In diesem Fall die Sturmhaube auch etwas aufgerollt nach oben, zu einer Mütze umfunktioniert. Und jetzt können wir auch erkennen, dass es tatsächlich hier Ferris ist. Und weitere Lyrics sowie
natürlich noch ein Foto und zum Abschluss gibt es dann auch noch die Credits zum Album. Sehr gut. So viel zum Booklet. Dann kommen wir zur Album-CD. Die ist hier auch wieder in diesem Schwarz- bzw. Dunkelgrau-Weiß gehalten. So sieht das aus. Und dahinter in Dunkel wieder. So, als nächstes haben wir noch eine Bonus-EP. Die kommt hier in einer Papphülle. Hier sind nochmal 5 Tracks zusätzlich drauf. Punkmonster, Phönix aus der Klapse. Ja, Phönix aus der Klapse, das sind Ferris und Swiss gemeinsam. Also 5 Tracks hier. Ich gehe mal davon aus, die anderen 4 sind Solo-Tracks. Und eben Track Nummer 4, dann eben von Phönix aus der Klapse, also gemeinsam mit Swiss. So, die CD sieht so aus. Ja, falsch rum. So, also die EP hat keinen eigenen Namen, sondern das ist einfach die missglückte Asymmetrie EP. Und die kommt hier in einer Bonus-EP, in einer Papphülle. So, als nächstes haben wir dann noch 2 Patches. Einmal den hier mit dem Albumtitel in Schwarz und Weiß. Und diesen hier mit Ferris. Also beide hier in Schwarz und Weiß und beide rechteckig im Querformat. Dann mit dabei eine Mütze. Die kommt hier in Schwarz. Hier oben dann auch wieder genau das, was wir auch auf dem Patch hatten. Moment, genau. Also hier der Ferris-Schriftzug. Wir haben hier eine Haube, eine Mütze der Marke. Was lesen wir hier? Beachfield Original Headwear. Beachfield.com, okay. Schauen wir mal kurz rein. Was haben wir hier? Wir haben hier Beachfield aus United Kingdom, das Ganze ist 100% Acryl und made in China. Grüße gehen raus. So, dann packen wir die wieder richtig rum. Die Mütze. So, und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch ein Shirt mit dabei. Und darauf bezieht sich eben auch die Größenangabe. Also wir haben hier die Box in verschiedenen Größen zu kaufen gehabt. Ich glaube von S bis XL oder XXL gab es da alles Mögliche. Und wir haben hier ein schwarzes Shirt mit weißem Aufdruck. Hier wieder im Brustbereich lesen wir Ferris. Dann darunter die 1323 mit diesem kleinen Logo hier in der Mitte. Das ist das Logo von Missglückte Welt. Und auch die 1323 steht für Missglückte Welt. Der 13. Buchstabe, das M. Der 23. Buchstabe im Alphabet, das W. Somit MW. So, auf der Rückseite ganz in Schwarz und bei dem Shirt haben wir es zu tun mit einem Gilden Heavy Cotton in der Größe M, wie gesagt, Größe frei wählbar und das Ganze ist made in Nicaragua und 100% Baumwolle. Ja, made in Nicaragua, Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze noch einmal kurz im Detail an, wie das getragen aussieht, das Shirt, speziell auch in Kombination mit der Mütze. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier den weißen Schriftzug mittig auf der Brust, Ferris. Darunter dann der Zahlencode 1323. Und ansonsten alles in Schwarz. Das Ganze dann in Kombination mit dem Beanie, mit der Mütze. So sieht das aus. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt sowie auch die gezeigte Mütze. Dann die beiden Patches, einmal hier mit dem Albumtitel Missglückte Asymmetrie und einmal hier mit dem Künstlernamen Ferris. Dann haben wir die Bonus-EP mit 5 Tracks hier in der Papphülle und natürlich das Album an sich Missglückte Asymmetrie im Digipack mit insgesamt 12 plus 5 der EP, also 17 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Missglückte Asymmetrie von Ferris. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Ferris unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.